Hallo und herzlichst willkommen zurück zur Krankenstation der Normandie. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Haben wir ja schon. Okay. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Nichts Neues zu berichten, ist aber schade. Na gut, egal. Kriegen wir alles hin. So. Hier ist nichts für uns. Da ist der Kaidan. Den haben wir länger nicht gesehen jetzt. Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Okay. Und die taktische Einschätzung? Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Okay. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Danke. So, dann gehen wir mal hier rein. Das ist nämlich, glaube ich, die Kajüte des Captains. Aha, schön, schön, schön. Personalhandbuch, 22 XP. Okay, nehmen wir mit. Ja. Gut, dann können wir noch hier hinten lang. Stasiskammer untersuchen. Was? Wo? Hier. Danke. Okay, ist einfach nichts. Gut. Das hätte ich auch anders in Erinnerung gehabt, aber okay. Ist ja nicht schlimm. Gut, dann war jetzt hier nur Chakwas und Kaidan. Die waren beide nicht sehr redselig. Dann fahren wir jetzt runter. Und da spielt es nämlich sich alles ab. Wenn wir jetzt auch erstmals die Ausrüstung durchforsten. Das werde ich ein paar Mal machen, um es euch immer zu zeigen. Vor allem, wenn irgendwelche neuen, wichtigen Gegenstände hinzugekommen sind. Aber ich werde dann irgendwann das Offscreen machen, weil das sehr zeitaufwendig immer ist. Was mit dir? Brauchen Sie Vorräte? gut, haben wir ja schon. Jetzt habe ich natürlich neue Lizenzen schon erhalten. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Ja, danke. So. Kann ich mir natürlich alles nicht leisten mit meinen 4400 Credits. Ich habe mir noch bei dem Moorland das Granaten-Upgrade holen können. Die Granaten werde ich eh kaum benutzen, von daher. So, ich könnte mir jetzt theoretisch schon neue Pistolen kaufen. Oder neue Rüstung, aber es ihr kennt mich. Also, von daher. Der Temple Assassin hat es in einem Video auch bestätigt, dass ihr mich halt kennt und ja. So, nochmal der Marco, nochmal zum Genießen. So. Und eins neue Mitglieder. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Sie wussten es? Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Eine schwere Entscheidung. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Kommt drauf an. Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell. Verstanden?
Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Gut. Sind wir uns ja einig. So, noch irgendwas zu sagen? Nee. Gut, dann bleiben jetzt noch drei. Gehen wir erstmal zu... Also das sind die Spinde, da können wir die Leute gleich ausrüsten. Das machen wir gleich. Ashley? Commander? Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Das hatten wir, glaube ich, schon. Die Geats sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht, sie geben keinen Laut von sich, sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Okay. Wegtreten, Chief. Sir? Was denn für Pflicht? Was machst du denn da, hä? Was machst du denn da? Lass mich mal gucken. Ah, okay. Zockst du wieder eine Runde Counter-Strike? So eine bist du also. Ja, gut. Dann haben wir noch den Rex. Urdnot Rex. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Ich habe eine persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Erzählen Sie es nicht so. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Tut mir leid. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Nee? Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Ist ein Wort. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ein heikles Thema. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Was? Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Na gut. Bis dann, Rex. Shepard. Okay. So, da fehlt noch ein Mitglied, nämlich die Tali. Ich habe bestimmt was zu erzählen. Und zwar ist die hier hinten. Das haben wir nämlich schon mal gesehen, vorhin bei der Antrittsrede vom Shepard, dass sie sich hier befindet, bei dem Antriebskern. Das ist nämlich auch der Techniker Adams. Noch irgendwas? Ne, gehen wir erstmal zum Adams. Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Stört sie etwa? Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Eine Bereicherung. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen.
Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man... Das haben wir, glaube ich, alle schon. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Und es gibt keinen Weg... Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren... Also wenn ich das noch nicht hatte, tut es mir leid, aber ihr könnt es ja da lesen. Können unser Schiff orten, wenn wir zu ÜLG wechseln oder von ÜLG runter. Wo haben Sie noch gedient, auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Meine letzte Station war die Tokio. Nur ein Kreuzer, aber... Erzählen Sie mir etwas über die Norm. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Ja, das hatten wir schon. Vielleicht das schnell... Er ist von seinen... Bin mir ziemlich sicher. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ich kann mir nicht hier das Gespräch merken. Jawohl, Commander. Aber wir haben 44 XP erhalten. So, dann Tali. Das haben wir nämlich noch nicht. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Das ist ein spezielles Schiff. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das war vor 300 Jahren. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Ah, ich weiß, ob wir das schon hatten. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiterreisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Zum Beispiel? Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Konzil? Nennen Sie so Ihre Regierung. Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Demokratie? Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser alltägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Die Geth. Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen.
Es ist fast 300 Jahre her, dass sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte ihrer Herkunft. Was sie waren, als wir sie erschufen und wie sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Geth wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig denkender Geth schuf eine inhärente, instabile Matrix. Die Geth unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Geth waren darauf ausgelegt, mit anderen Geth in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Dann stellen sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar. Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Geth ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Geth treffen, können sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, als ich es erklären kann. Die Geth sind herausragend fortschrittliche und komplexe Wesen. Für sie ist nur interessant, dass sie umso klüger werden, je mehr sie sind. Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Geth seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die Geth wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden. Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die Geth zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken. Als intelligente Wesen hätten wir die Geth als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Geth sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Geth permanent zu deaktivieren. Die Geth haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Geth waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten Geth noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geth uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Ich kann kaum Mitleid mit Ihnen haben. Ihre Vorfahren haben versucht, eine andere Spezies auszulöschen. Unser Fehler war, die Geth überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Ohne Gegenwehr hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie sich vom Rest der Galaxie abschotten? Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen Sie je in Kontakt getreten sind? Nicht alle. Sie haben Saren nicht getötet. Und was sagt uns das? Die Geth sind nicht die unschuldigen Opfer in dieser Geschichte. Sie sind der Feind. Sie wollen uns vernichten. Und nicht nur uns Quarianer, sondern alles organische Leben. Darum haben sie sich mit Saren zusammengetan. Und darum müssen wir ihn aufhalten. So, jetzt noch die Pilgerreise. Ich möchte mehr über ihre Pilgerreise erfahren.
Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich finde es unverantwortlich, dass sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Anderes Thema. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Boah, die haben sich ja in Grund und Boden gequasselt, die Tali. Meine Herren. Boah. Ich überlege gerade, weil ich glaube, dass vom Adams vorhin... Was kann ich für Sie tun, Commander? Das haben wir uns alles... Doch, hatten wir. Jawohl, Commander. Aber von dem habe ich nur 44 Punkte bekommen, von ihr nämlich 66. Also war das vom Adams wurden doch noch neu. Aber wie gesagt, ich kann mir das nicht alles merken, leider. Ich versuche in Zukunft besser darauf zu achten. So, und als nächstes schauen wir uns die Ausrüstung an, der Leute. Und danach geht's dann los mit der Erkundung der Galaxie und wir begeben uns zu dem Planeten dieser Asari-Wissenschaftlerin.